Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die King of Queens Special Delivery Box. Alle weiteren Informationen zu dieser Serie und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zur Serie und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. King of Queens Special Delivery Box, das Ganze aus dem Jahr 2012. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Serie. Jawohl, die Serie ist schon etwas älter. Wie gesagt, die Gesamtstaffel, die Gesamtserie in dieser Form erschienen 2012. Es gab zu dieser Serie wirklich viele, viele Varianten. Also unter anderem gab es da einen IPS-Truck und reguläre Boxen und alles mögliche andere. Aber es gab eben auch etwas, was ich so noch nie gesehen habe. Und zwar gab es tatsächlich hier eine Pizzaschachtel. Also wir haben hier echt einen Pizzakarton im King of Queens Design. Special Delivery Box nennt sich das Ganze. Hier lesen wir es. The King of Queens Special Delivery Box. Ein völlig neues Geschmackserlebnis. Erstmals alle neuen Staffeln auf Blu-ray. Das pure Vergnügen. Hier unten links noch ein FSK 12 Hinweis. Das ist ein Sticker. Ansonsten hier nichts weiter. So sieht das hier auf der Seite aus. Rechts dann ebenso. Ja, also diese Optik zieht sich hier rundum. Und auf der Unterseite ist das Ganze schlicht in weiß gehalten. Also es ist tatsächlich so in dieser Pizza-Optik und auch hier innen. So, als erstes haben wir hier mal diverse Flyer und Infozettel. Ja, und dann haben wir hier tatsächlich Pizzen, und zwar insgesamt 9 Stück, die hier aufgestapelt sind. Also pro Staffel gibt es hier eine Pizza zu sehen. Wir werden die einfach mal komplett in einem rausheben. Machen die mal kurz zur Seite und schauen uns nochmal kurz diesen Karton, diese Pizzaschachtel an. Also die ist nicht irgendwie dreckig oder schmutzig, das ist hier echt so vom Artwork her. Bedeutet, wir haben hier so eine weiße Kunststoffhalterung, die wurde hier festgemacht. Und dann haben wir hier diese ganzen Flecken von Fett und Käse. Hier gibt es dann auch noch ein kleines Post-it. Und zwar lesen wir hier, Hallo Carrie, die Pizza ist verschwunden. Besorgst du ein paar neue? So, und hier oben ist das Ganze auch nochmal so fettig und angekleckert. King of Queens Special Delivery Box Blu-ray Disc. Okay, also rein von der Optik auf jeden Fall schon mal sehr, sehr außergewöhnlich gestaltet das Ganze. Und das Ganze zieht sich dann auch weiter bei den DVDs bzw. auf der Aufbewahrung der DVDs, der Blu-rays. Aber zuerst haben wir hier noch Zettel dabei. So, einmal hier so Product Placement oder Marketing, Werbung, was auch immer von Cole Pizza, die beste Pizza östlich der Queensboro Bridge. Also in diesem Fall bezogen auf Deutschland. Hier geht's los mit Berlin und so weiter und so weiter. Also hier kann man scheinbar Pizza bestellen. Dann haben wir hier einen Infozettel zu dieser Box. Und zwar lesen wir hier. Die komplette Serie in der Pizzaschachtel auf 18 Blu-rays. Ein Meister der königlichen Unterhaltung und der wohl charmanteste Kurierfahrer der Welt. Doug Heffernan ist The King of Queens und hat eigentlich alles, was man braucht. Seine liebevolle Frau Carrie, einen Breitbildfernseher und immer eine Pizza griffbereit. Doch als Carries verwitweter, leicht zerstreuter Vater Arthur sein eigenes Haus abfackelt und sich im Keller der beiden einnistet, ist es aus mit der Ruhe. Und das Chaos beginnt. Alltägliche Situationen wie der Streit um das letzte Stück Pizza entstehen und bringen Doug an den Rand der Verzweiflung. Die komplette Serie in einer Box mit 18 Blu-rays, Serienrückblick, Making-of, Danke an die Fans, Feier der 200. Episode, die Autoren von The King of Queens, die Charaktere, Ein Tag im Leben des internationalen Superstars Kevin James, Lachnummer, die witzigsten Szenen der Serie, Audiokommentare zu 2 Folgen mit Kevin James und Michael J. Whitehorn, Featurette über die Synchronarbeiten. Also wir haben hier insgesamt 4736 Minuten. Das ist brutal. Dann hier nochmal die Infos. Technischen Details. Okay. Und hier, als wäre es wirklich so ein Bestellfolder von einer Pizzeria, haben wir hier noch einmal die gesamten Staffeln aufgeschlüsselt. Also hier ist wirklich jede einzige Folge nochmal durchnummeriert. 25 hier der ersten Staffel und auch hier nochmal der Originaltitel in Klammer.
Also falls man dann irgendwie den Titel einer Folge weiß, aber nicht genau weiß, auf welcher Blu-ray die sich befindet, dann kann man hier genau nachschauen und suchen. So sieht das aus. Dann kann man hier noch über die Blu-ray-Box andere Sachen bestellen von King of Queens. Okay. Gut, genug zu diesen Flyern und zu diesen Infos. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Inhalt, und zwar zu den Pizzen. Das ist Staffel 1. Ja, ist eine Salami-Pizza. Wir haben hier die beiden Blu-rays. Und die sind auch nochmal beschriftet mit den einzelnen Folgen, wenn ich es richtig sehe. Nein, das sind nicht die Folgen, das ist eine Info. Also wir lesen hier zwar Folge 1 bis 13 und dann hier Folge 14 bis 25, aber die einzelnen Folgen sind nicht abgedruckt. Das sind so Informationen anderer Art. Okay, also hier der Einser. Dann geht es weiter mit dem Zweier. Auch hier wieder eine fettige Pizza. Und wie gesagt, das Artwork zieht sich jetzt durch. Man hat das hier wirklich durchgezogen. Bei allen Staffeln hier gibt es eine eigene Pizza. Nummer 3, Nummer 4, Nummer 5 natürlich ebenso. Hier ist dann auch mal etwas Gemüse und so mit dabei. Staffel 6, ja, was ist das? Spinatpizza, würde ich sagen. Dann Nummer 7, das ist irgendwie Käse und ja, Speck, vermute ich. 8, hier gibt es Brokkoli unter anderem. Und Nummer 9. So, das sind alle 9 Staffeln hier. Jede Staffel eben aufgeteilt auf 2 Blu-rays. Und auf der Rückseite, auf der Rückseite sieht das Ganze so aus. Also jede Staffel einzeln ist von der Rückseite auch noch gestaltet. Aber die unterscheiden sich nicht, die Rückseiten. Also im Gegensatz zum unterschiedlichen Belag ist die Rückseite immer gleich gehalten. Okay, dann packen wir diese 8 Staffeln auf die 9. wieder drauf. Schauen wir uns an, dass das auch wieder seine richtige Reihenfolge hat. 4, 3, 2, 1. Wir müssen hier etwas zusammenrutschen. Und dann kann man die hier auch wieder wunderbar auf diesen Zapfen packen. Jawohl. So, und dann hier rein. Genau. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Box befindet. Die eben gezeigten Pizzen mit den entsprechenden Blu-rays. Wie gesagt, 9 Pizzen sind hier mit dabei. Jede beinhaltet 2 Blu-rays, also 18 Blu-rays mit den gesamten Staffeln King of Queens. Dann haben wir noch diese Flyer, diese Werbeinfos und hier natürlich die Staffeln drauf. Ja, das alles in dieser wunderbaren Pizzaschachtel Special Delivery Box von King of Queens. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von der Serie bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Serie feiert, falls ihr King of Queens unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.